So, servus Leute und herzlich willkommen zurück beim neuen Part von Der Hobbit. Der Part Nummer 6 jetzt endlich. Die letzten 2 Tage kam leider kein Part online, weil ich keine Zeit hatte zum Aufnehmen und ich auch ein bisschen erkältet bin. Hört man vielleicht noch ein bisschen. Der Part heute wird ein bisschen kürzer. Ich werde auch keine Story spielen, weil ich den jetzt aufnehme, sogar trennere und hochlade, sonst kommt heute kein Video mehr. Gut. Deshalb werden wir jetzt die Story noch nicht weitermachen in der Mission. Gibt dann irgendwie auch eine coole Gelegenheit, hier mal so eine Mission auszuprobieren. So eine Fragezeichen-Mission. Oder weiß ich gar nicht, ob das eine Mission ist oder einfach nur etwas zum Drücken ist. Einfach mal probieren. Gut. Bei meinem Bart? Würde jemand bitte dieses Ding mit mir tauschen? Es produziert dauernd Stats auf sehr übel riechende Weise. Meine Händlerlehre verbietet es mir, es einfach wegzuwerfen. Also schmiede mir ein, ich weiß nicht, ein Mithril-Hyhot-Stab. Sowas gibt es doch, oder? Wie bitte? Ah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, wie gesagt, und ich kann das nicht rechtzeitig muten. Du kannst Gegenstände aus Mithril schmieden, indem du Entwürfe zum Schmieden Bray bringst, Entwürfe in der ganz Mittelöffel zu finden. Gut, okay. Hallo? Hat irgendjemand eine Schaufel? Gut. Hier erstmal ein bisschen schaufeln. Aber ich muss öfter drücken. Gut, das war da jetzt. Gar nichts, oder was? Oh, ich kann auf ein Schwein reiten. Sehr geil. Kann ich damit auch Sachen kaputt machen? Oh ne. Ups. So war das nicht geplant. Gut, wer ist denn hier? Was ist denn hier abgebildet? Fragen wir mal so. Ach so. Nö. Bomberjungen brauche ich nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Wir können hier aber mal nach Bre gehen. Mal ein bisschen gucken, was es hier denn so Tolles gibt. Also heute nur so ein ungefähr 10 Minuten Part. Gerade, dass ihr was zu gucken habt. Wir kommen morgen dann höchstwahrscheinlich 2 oder 3 Videos sogar. Und da verspreche ich euch nicht so viel, sondern das ist wirklich so. Die werde ich dann auch gleich noch aufnehmen. Zwar nicht von dem Projekt jetzt, aber insgesamt 3 Videos. Die Musik ist so schön. Okay. Ich brauche jetzt erstmal Kili. Bla, blub, blub. Das geht hier so. Und hier geht das so. Dann geht auch das Tor hier auf. Und dann bin ich hier, wo ich im letzten Part, glaube ich schon, im vorletzten Part, oder? Weiß ich gar nicht, wann ich hier war. Auf jeden Fall waren wir hier schon. Die blaue Münze nehme ich auch noch mit. Hier rüber komme ich nicht. Ach, da ist noch eine blaue Münze versteckt. Sehr gut. Gut, gibt es denn hier noch irgendetwas Besonderes? Hallo? Oh, wo ist er? Mein Mann bestand darauf, in der Höhle bei der Wetterspitze nach Schmiedematerial zu graben. Er ist Schmied, weißt du? Aber er ist jetzt schon schrecklich lange fort und ich mache mir langsam Sorgen. Bitte, würde es dir etwas ausmachen, nach ihm zu sehen? Ich kann den Laden erst öffnen, wenn er zurück ist. Ja, das können wir ausnahmsweise mal einrichten, weil ich weiß, dass das nicht so weit weg ist und ich den Weg auch kenne. Tut mir leid wegen dem Husten, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Woche hier jetzt Videos auslassen, nur weil ich ein bisschen erkältet bin und dann ab und zu mal husten muss. Deshalb hoffe ich einfach, dass euch das vielleicht nicht so stört. Ja.
Ach, was haben wir hier noch? Danke. Das nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Hier waren wir übrigens im letzten Part. Da drüben ist das Ende. Also da eigentlich haben wir genau hier aufgehört, glaube ich. Jetzt müssen wir mal hier rein. Da waren wir nicht. Ich dachte, wir müssen uns da hinten hin, aber wir müssen anscheinend hier lang. Geh in die türkische Höhle, hat sie gesagt. Die Beute da unten ist die Gefahr allemal wert. Ich war hier sogar schon, glaube ich. Ach so, das ist anscheinend kein Ziel für den Bogen. Nicht so schlimm. Geh in die türkische Höhle, hat sie gesagt. Was haben wir hier? Da unten ist die Gefahr allemal wert, hat sie gesagt. Erstmal wieder ein bisschen zerstören. Hallo Bilbo. So. Geh in die türkische Höhle, hat sie gesagt. Die Beute da unten ist die Gefahr allemal wert. So war das nicht. Ne, ich muss draufhüpfen, oder wie? Warte mal, wie war das jetzt? Geh in die türkische Höhle, hat sie gesagt. Die Beute da unten ist die Gefahr allemal wert, hat sie gesagt. Warte mal. Hier, bla bla bla. Probieren wir es mal mit dem hier. Geh in die türkische Höhle. Warte mal. Die Beute da unten. Wie ging denn das nochmal? Oh. Geh in die türkische Höhle. Wen haben wir da jetzt? Die Beute da unten ist die Gefahr allemal wert. Ach gut, mit dem dürft's gehen. Auch nicht. Höhle, hat sie gesagt. Die Beute da unten ist die Gefahr allemal wert, hat sie gesagt. Ach so, wartet mal. Ich bin ein bisschen dusselig. Warum wiederholt er denn seinen Satz die ganze Zeit? Ich springe einfach hier jetzt runter. Und dann wird mir schon erklärt, wie das funktioniert. Oh. Würdest du mir aus dieser Höhle helfen? Ah, tut mir leid. Hallo? Okay. Ich hab's verkackt. Nochmal rein. Geh in die türkische Höhle, hat sie gesagt. Die Beute da unten. Würdest du mir aus dieser Höhle helfen? Ja. Warte mal. Ja, genau. Bam! Genau. Jetzt brauche ich hier aber noch kurz, Ihmchen. Bam. Muss ich alles mitnehmen. Gut. Holz nehmen wir auch mit. Hier kommst du auch nicht durch. Ori hat so einen, okay. Heißt er so? Glaube nicht. Doch. Oh, wollte ich nicht. Komm. Ach so, muss ich öfter machen. Ich vermute doch mal. Jawohl. Und hier nochmal ein letztes Hindernis. Hier brauche ich Kili. Habe ich Kili irgendwo? Fili meine ich. Fili, 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 Fili. Hier ist Fili. Hier einfach gegenlaufen, ne? Ich find's cool, dass hier wirklich Musik aus den Hobbit-Filmen genommen wird, die halt ein bisschen anders klingt, aber die Melodie die gleiche ist.
ist jetzt am Ende vom zweiten Teil gewesen. Schnell zurück nach Bray. Meine Frau wartet. Ist immer noch die gleiche. Ich habe den Schlüssel zur Schmiede. Als Kili verwundet war in dem Haus. Dum, dum, am See. Das Haus am See, genau. Also er hat hier zwei Schwerter, aber kämpft mit einer Schaufel. Erinnert mich ein bisschen. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Sam. Gut. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Mal sehen, ob ich da vielleicht ein paar Münzen bekomme. Dafür, dass ich deren Mann wieder zurückgebracht habe. Das lasse ich jetzt mal absichtlich liegen. Ich bin nämlich schon über 10 Minuten. Und muss das ja noch rendern und hochladen. Oh. Übrigens sah die Frau von dem Mann irgendwie nicht so aus wie eine richtige Frau. Oh, wo ist er? Mein Mann bestand darauf, in der Höhle bei der Wetterspitze noch Schmiedematerial zu graben. Er ist Schmied, weißt du? Aber er ist jetzt schon schrecklich lange fort. Hallo? Ist er jetzt immer noch nicht hier? Ja, ist ja auch egal. Ich muss jetzt hier Schluss machen. Scheiße. Tut mir leid. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.